Jo Leute, Xenon hier. Heute live TS mit Apok, aka Alex. Guten Abend. Drüs leider gerade nicht. Der hat sich gemutet, warum auch immer. Dann Mille, aka Milerski, Mille, Millemon, Milfi, alle seine Namen. Das ist doch egal. Namen. Fast wie Gandalf. Ja, und hier Tom, aka Pitchback, als Special Guest hier, Dark Souls Experte, der mir hier ein bisschen was erklärt. Nicht wirklich Experte. Ja, ich habe vorher schon ein kleines Testvideo aufgenommen. Bin ich gleich am Hochladen. Nur so mit. Ja, mal getestet, ob alles funktioniert. 5 Minuten Downsampling 4K-Test. Weil ich hier nämlich mit einem Grafikmod spiele von Desurato Bla irgendwas. Verlinke ich euch. Ziemlich nett. Macht alles ein bisschen schicker. Also da stinken die Xbox-Version und PS3-Version ab. Ich nehme übrigens seit heute neu auf mit Shadowplay. Muss ich mal gucken, wie das ist von der Qualität. Ist auf jeden Fall performanter, extrem performanter, weil ich gerade nämlich auf dieselbe Festplatte aufnehme, wie das Spiel hat, wie das Spiel liegt. Und ja, das kann ich mit Fraps nicht. Da habe ich noch 2 FPS. Aber gut, ja, das ist hier gerade das erste Dungeon. Ich habe schon einmal reingeguckt, bin direkt verreckt. Wie ihr an meinem Leben auch erkennen könnt, habe ich schon, ich glaube, 10 Tode. Ja, 10 Tode müssten es jetzt sein, weil ich nämlich genau 50% Leben habe. Aber ja, gucken wir es uns mal an. Torm hat mir gesagt, ich soll hier reingehen, also wenn ich jetzt gleich verrecke an zu schweren Gegnern, flamet ihn. Ne, also ich bin jetzt hier in diesen... Ah! Ja, das Burgding reingegangen, ne, in diesen Tunnel. Ja. Macht jetzt dieses komische Tor auf. Also da Wald der gefallenen Riesen hieß das Ding. Ja, das ist richtig. Okay. Aber mit 50% Leben ist... Ich weiß nicht, ob dir das so gefällt. Muss ich ehrlich gesagt sagen. Weil ich meine, ich bin ja so einer, der hier immer gerne ein paar Mal verkackt. Von daher... Ja, ich verkacke auch praktisch die ganze Zeit. Aber du kannst ja... einen Ring holen. Da müsstest du nochmal zurücklaufen. Und dann müsstest du ein paar Gegner umgehen, die schon ein bisschen schwerer sind. Okay. Da würdest du also einen Ring kriegen, der das ein bisschen aufhält. Also den habe ich auch ganz Zeit an, weil ich auch dauerhaft am Verrecken bin an einfachen Gegnern, Boss-Gegnern. Der habe ich dann irgendwie nicht. Ja, ich habe ja auch noch so einen Ring, wie wir am Anfang geben lassen. Also so einen Lebensring, der irgendwas macht. Erhöht die maximale TP. TP ist das Leben oder was ist das? Trefferpoint? Ja, TP ist die Trefferpunkte, wie viel du einstecken kannst halt. Alles klar. Ja, ich habe hier diese Vorbestellerversion mit den ganzen extra Bums-Dings-Dinger da. Oh, gelbes Kristall-Langschwert. Keine Ahnung. Er sagt mir die ganze Zeit, wenn ich das so anhabe, dass ich damit das nicht voll ausnutzen kann oder so, wenn ich die Arten wähle. Ja, dann kannst du es nicht richtig nutzen. Dann machst du nicht den Damage, den du eigentlich damit machen solltest. Du solltest dann irgendwie eine Waffe anlegen, was halt nicht steht. Also musst halt. Was du damit kannst, ja bei der. Alter, die töten mich schon wieder! Nein! Nein! Oh mein Gott! Oh nö. Ja, na, ich habe nur diese Startwaffe, die ich anlegen kann, wenn ich. Was hast du als Starttyp genommen? Ritter. Was hat der für eine Waffe gehabt? Oder Waffen samt so einer Ausrüstung? Weil ich gerade Schwert hatte. Ich bin nur als Bettler gestartet. Ja, am besten einfach. Ja, warum? Ja, okay. Also ich habe halt. Aber es ist auch ein gerades Schwert, was ich jetzt ausgerüstet habe, aber auch ein Schild. Also vielleicht, das Schild habe ich jetzt aber auf dem Rücken. Ist es dann besser oder soll ich das komplett ablegen? Du hast das Schild gerade auf dem Rücken, das heißt, du hast deine Waffe zweihändig, ne? Genau, weil der Ritter ja standardmäßig auch nur ein Schwert hat und kein Schild. Kommt drauf an, auch erstmal auf deine Belastung. Aber jetzt steht auch du kannst auch... Hier, Gegenstand kann nicht mit aktuellen, Attributen nicht aktiv genutzt werden. Ja, dann solltest du es auch einfach nicht verwenden. Es ist einfach unnötig, wenn du damit nicht die volle Stärke aussetzen kannst. Die sind nicht so gut, muss ich gleich sagen, habt ihr auch. Okay. Dieses gelbes Kristallschwert sieht cool aus. Naja, das hab ich, was du aber benutzen solltest, wenn du es nehmen kannst, ist das gelbe Kristallschild, das hatte ich auch genommen, war eigentlich ganz gut. Ja, das habe ich. Ja, genau. Das habe ich auch nur 12 Stärke oder so.
Okay. Du musst halt immer gucken, da steht ja mal, wenn du so mit deinem Cursor so drauf bist, was du da, was dafür brauchst. Und ne? Wenn es passt, kannst du es nehmen. Ja. Es halt rot angezeigt wird, kannst du es nicht nehmen. Ah, hier. Okay, ich habe Stärke 12 steht hier und das ist rot. Ah, deswegen kann ich das auch nicht nutzen, wahrscheinlich, weil ich nur Stärke habe. Wie viel habe ich? Ich glaube 12. Und ich brauche 13 für das gelbe Schwert. Ja. Deswegen kann ich es wahrscheinlich nicht voll ausnutzen. Also sollte ich dann lieber das normale Schwert erstmal benutzen, bis ich ein bisschen mehr Stärke habe. Ja, du musst auch ein bisschen vergleichen, auf was die skalieren. Das steht ja zum Beispiel unter, wenn du irgendwie 12 Stärke brauchst, ob da A, B, C, D oder E steht. Ja, was heißt denn das? Und bei das mir steht ja meistens D, stand da jetzt. Ja, das ist jetzt irgendwie normal besser bei den ersten Waffen. Zum Beispiel Waffen, die auf A skalieren, machen mehr Damage. Also wenn du mehr Stärke, umso mehr Damage machst du dann auch mit denen. Wenn es auf D skaliert, also je besser, also je weiter an A, desto besser. Genau, also so im Grunde genommen, umso höher der Buchstabe, also von, wenn du jetzt davon ausgehst, ist D scheiße und A halt gut. Achso, okay. Na gut, ich bin ja auch ganz am Anfang, von daher, ich darf das noch. Ja, D ist ja normal. Ja. Du kannst das Schwert auch bei dem Schmied, wenn du den Schlüssel hast, erweitern und dann kannst du es auch zum A machen. Okay, cool. Im Schmied kannst du auch andere Sachen kaufen. Da habe ich mir einen Streitkolben gekauft, der skaliert glaube ich gleich von Anfang an auf dir oder so. Ah, okay. Nett. So aber mit dem brauchst du halt auch mehr Ausdauer und sonstige Scheiße. Also das hat jede Waffe hat seine Vor- und Nachteile. Ah, okay. Ich habe irgendwie so einen Grafikball, wenn ich runtergehe, ne? Und dann dieses Wald der gefallenen Riesen, dann rutscht dieser eine Zombie auf den Arsch so über den Boden kurz. Das sieht ziemlich geil aus. So, jetzt töte ihn. Bam, Junge! Bam! Okay. Einer ist down. Nein! Oh! Bam. Okay, der zweite ist auch down. Ich bin so ein Pro. So. Meine Frage ist doch wegen der Grafik. Wir haben doch gesagt, das sieht nicht so aus wie in den Trailern. Ist das jetzt so? Ja, es hat nicht der Grafik von dem Ding her, ohne Mods und alles. Ja, okay. Aber jetzt, also. Ja, Tom, du kannst dir das Video angucken. Ich habe das jetzt schon gerendert. Ich lade das dann wahrscheinlich über Nacht jetzt hoch. Dann kann ich das morgen mal schicken, wie es aussieht. Weil, also es ist halt so ein Mod, da hast du direkt, kannst du in-game einfach die Auflösung auf 4K stellen. Und der, macht es dann automatisch mit Downsampling. Also, dass das Spiel sozusagen nur ausgibt in Full HD. Das ist für mich halt praktisch, weil ich zwei Bildschirme habe, sonst würde der immer die Fenster verschieben auf den zweiten Bildschirm, was er jetzt nicht macht. Das ist ziemlich praktisch. Ja. Und der macht halt noch besseres Anti-Aliasing und so ein Shit und besseres Licht. H-S-S-O-B-A oder A-O-B. Nein! Oh mein Gott! Ja, irgendwie so. Ich will immer mit B schlagen. What the fuck? Nein! Alter! Ich sterb. Da schießt einer auf mich! Weg rein. Oh, Digges. Kann man eigentlich an diesen Bonfeuern dann nochmal speichern oder nur wenn man es das erste Mal anmacht? Das wird eigentlich immer automatisch gespeichert. Ach so, okay. Musst oben rechts mal gucken, dass so eine kleine Flamme, wenn es so kommt, wird gespeichert. Alles klärchen. What the Hey, du Nutter. Bam. Oh, da ist noch einer. Nein, er tötet mich. Ihr seid gestorben. Verlierst du denn irgendwas, nicht, wenn du stirbst? Ja, meine Seelen. Deine ganzen Seelen, die du gesammelt hast, in der Menschlichkeit. Wenn du gerade menschlich bist. Ich weiß nicht, ob ich menschlich bin. Sehe aus wie ein Zombie, glaube ich. Ich habe so eine komische Kapuze auf, ich kann die nicht abnehmen. Kann man Klamotten auch wieder abnehmen? Nee, ne? Ja, klar. Also irgendwie habe ich es nicht recht. Einfach auf Ausrüstung gehen und dann, ich habe jetzt einen PS3-Controller, bei mir ist halt Viereck. Ja, achso, Viereck, okay. Ja, ich habe auch einen PS3-Controller dran. Alter, nein, ich habe gefailt! Ja, ich habe es über Treiber emuliert, das ist ganz gut, aber ich muss sagen, wo anstecken ist, damit als, Xbox erkannt.
Da muss ich nicht ein extra Programm laufen lassen. Ich müsste mal ein Programm starten, das ist bei mir kacke. Du nutzt wahrscheinlich Motion Enjoy, ne? Ja. Dieses Grüne? Funktioniert aber. Ja, das kann gibt. Ich nicht holt ihr? Oh mein Gott, der tötet mich. Nein, er darf mich nicht töten. Er darf mich nicht töten. Ich muss meine Seelen wieder kriegen. Ah! Ja! Ich hab meine Seelen wieder. Okay, haut da rein, Diggas. Oh fuck, ich bin hier voll. Nein! Ja, ja, oh Diggas. Nein, nein, nein. Ah! Oh, Genius, Alter. Ich drück erstmal A und will diese Sachen aufheben, die auf dem Boden liegen, und dann kommt der Typ an und schlägt mich tot. Bei dem musst du mal aufpassen. Am besten, wenn die irgendwie zuschlagen, gleich hinter den Lauf und backstabben. Ja, ja. Ich bin noch inkompetent. Ja, ich bin mit der Steuer noch nicht ganz klar, weil irgendwie, ich habe Assassin's Creed die ganze Zeit gezockt und da ist es halt Schlagen auf Viereck. Und das ist mega verwirrend, weil ich will immer rennen auf R2. Aua. Komm schon, stirb, 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 nein. Ah, wegrennen. Oh, Diggas. Ja, ich muss mich noch an die Steuerung gewöhnen, aber das wird schon, das wird schon. Das wird, ja. Ha. Ja, ich soll vielleicht nicht immer diesen schweren Angriff machen, sondern nur den R1-Angriff, ey. Bei den schwachen Gegnern. Komm her, du Mutter. Bam. Nein! Oh, der Bogenschütze ballert mich um, ich glaub's nicht. Like a boss. Hast du dir mal, Jula, schon die eine Estus Flakonscherbe geholt? Kommt drauf an. Da ist so hinten so ein Brunnen und da liegt so ein Stein drauf. Den Stein musst du schlagen und fällt der runter, dann kommt so eine Leiche hoch und die hat so eine Scherbe. Okay. Dann hast du gleich zwei Tränke. Ich hab nur aus dem Zelt das Ding rausgeholt. Ja, da war ich selber gar nicht drin, ne? Aber ja, das ist immer so, hast einen kleinen Vorteil zum Anfang mit zwei. Okay. Scheiß auf Scherben, ich sterb einfach. Da. Ja, meine Seelen habe ich schon mal wieder. Okay. Nein, oh Gott. Oh, ich habe ihn gebumst. Oh Gott, ich werde gebumst. Oder? Oder? Oh, oh, lol, wir haben uns gegenseitig getötet. Like a boss. Das gibt's doch nicht, jetzt fehle ich schon direkt ganz am Anfang. Feuerball. So ein Feuerball. Boah, das gibt's doch nicht, ey. Jetzt muss ich das hier aber mal schaffen. Das gibt's doch nicht. Wie backsteppt man, muss man da irgendwas zustimmen? Das drücken wir einfach nur hinten und schlagen. Einfach nur von hinten kommen. Okay. Ist aber auch Zufall, manchmal macht das einfach nicht, da kannst du so oft hinter dem stehen, wie du willst. Mutter. So, tot. Okay, komm her, komm her, komm her, komm her, du willst es da auch, los. Okay, einfach hinter den gehen und backsteppen, ja? Genau. Okay, hat er nicht gemacht, aber egal, ich hab getötet. So, jetzt muss ich wieder meine Seelen holen. So, Blutfleck, ja. Oh, da ist schon wieder ein, nein, ah! Geh weg. Gleich wieder sterben. Nein, 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 nein. Aua. Aber ich muss sagen, das sieht gar nicht so. LOL! Oh, das war gewollt, das war geplant. Okay. Ja, ich habe irgendwas mitgenommen. So, jetzt muss ich bloß diesen Typen da hinten töten. Dieser Babu. Scheiß Bug. Oh. Alter, das ist voll die Snowmo. Aua. LOL! LOL! Wo kommt der denn her? Oh Gott! Ich sterbe! Ich sterbe! Ah, ich sterbe! Also in dem Bereich muss ich aber noch schaffen, ey. Das geht ja gar nicht klar. So viel zum Thema einfach. Ja, ja. Ich glaube, das ist noch das Leichteste. Ja, du hast gesagt, es ist einfach. Ich habe nie gesagt, es ist einfach. Naja. Schwierigkeit kann man noch nicht einstellen, ne? Halbwegs. Ah, er hat Backstabbing gemacht. Ja, nice. Du kannst zum Eid beitreten, da wird das alles, glaube ich, leichter. Und oh. Jawollo. Ey, ich habe drei Leute getötet, ohne Schaden zu kriegen.
Ja, ich bin noch mit der Steuerung ein bisschen. Das Schlimmste sind sowieso die kleinen Gegner da alle, die ganzen Bossmonster, da musst du dich ja, kannst dich halbwegs gut konzentrieren und dann sind die auch einfach. Ja. Bei irgendwelchen Bossen kann man auch wohl den Schwanz abhacken und den dann als Waffe kriegen. Wüsste ich jetzt erstmal keinen. Denke ich mal, aber geht wahrscheinlich. Irgendwie gab's aber Dark Souls 1 und bei Demon's Souls glaube ich auch. Oh nein. Ach nö, ich bin so inkompetent. Kann man auch irgendwie blocken? Wenn du ein Schild hast, ja. Wenn nicht, dann musst du L1 drücken. Dann hast du, glaube ich, irgendwie so ein... Dann nimmt das Schwert eine andere Pose, soll dann auch so eine Art Blocken sein. Ah, okay. Alles klar. Na gut, dann machen wir mal direkt hier in der nächsten Folge weiter. Haut rein. Okay.